So, dann fangen wir jetzt vielleicht langsam an. Kurz noch alle einen Kaffee sich geholt vielleicht. Also, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum allerletzten Panel der Konferenz Theater und Netz. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Esther Slevogt und ich habe hier zwei wunderbare Gäste, nämlich die Regisseurin Anne Lenk und den Regisseur, Schauspieler und Medienkünstler Herbert Fritsch. Ich stelle sie gleich noch genauer vor, aber erst wollte ich sagen, worum es in diesem Panel geht. Wir sind ja am Anfang dieses Jahres relativ fröhlich gestartet in eine Perspektive einer postpandemischen Zeit und alles konnte wieder stattfinden und plötzlich kam der Krieg. Das heißt, dass die Prämissen fürs Arbeiten haben sich radikal verändert, vielleicht von einem Tag auf dem anderen. Und wie das war und wie sich das auf das Arbeiten auswirkt, darüber wollen wir reden, und zwar unter dem besonderen Fokus der Komödie. Beide hier sitzenden KünstlerInnen sind auch Komödienregisseure und befanden sich auch mitten in den Proben, als es losgeht, gegangen sind. Könnten Sie kurz, Anne Lenk, die Situation beschreiben am 24. Februar 2022? Ja, also ich glaube, mir hat das, natürlich denkt man im ersten Moment gar nicht mal über den Beruf nach. Erstaunlicherweise sind das ja dann so Momente, obwohl mir mein Beruf, der ja einen sehr großen Teil meines Lebens einnimmt tatsächlich und sehr bestimmend ist, denkt man erstmal, ist das so nebensächlich und irgendwann merkt man, jetzt geht es dann wieder los. Und ich hatte so einen abgebrochenen Amphitryon noch rumliegen, den ich 2 Jahre zuvor bis fast zur AMA, also fast fertig hatte, aber da damals die Pandemie schon so fortgeschritten war, war das irgendwie Kraut und Rüben. Also es war irgendwie nichts fertig. Also wir hatten geprobt, aber es gab weder Kostüm noch Maske und so weiter, weil die alle schon krank waren. Und da musste ich wieder ran und Komödie, so. Und dann habe ich im nächsten Schritt gemerkt, aha, stimmt, ich habe ja diese Situation, das Amphitryon basiert auf einem, also so ein Kriegsheimkehrerstück, dass ich das ja glücklicherweise vor 2 Jahren entschieden habe, im Fußballmilieu anzusiedeln, dass die gerade von einem Fußballturnier zurückkommen. Was mich erstmal so wieder beruhigt hat, dass man nicht direkt quasi am offenen Herzen operiert, sondern irgendwie übersetzt in einer anderen Situation diese Komödie stattfinden lässt. Und dann fühlt man sich natürlich so ein bisschen also ich muss schon sagen, dass ich dann immer, ne, dass man denkt, jetzt operiere ich oder mache ich mir Sorgen, ob das der Jambus nicht stimmt, während draußen wirklich die Welt untergeht. Also auch wirklich so in greifbarer Nähe. Das tut sie ja irgendwie immer irgendwo, aber es ist einem dann doch näher. Und da gibt es schon Momente, die ich aber in meinem Beruf immer wieder grotesk finde, wie sehr man sich so in Details verliert. Und wenn man dann wieder aus der Probebühne rauskommt, wieder so mit dem Jetzt konfrontiert wird. Und man versucht ja immer irgendwie eine Brücke zu schlagen. Und ich glaube, da werden wir aber noch mehr drüber sprechen gleich. Ne? Ja. Herbert Fritsch, wie war das bei Ihnen? Naja, ich hatte noch nicht zu proben angefangen. Ich war hier noch in Berlin und hatte erst mal Covid, ja, und war damit sehr beschäftigt. Und ja, und dann spitzte sich das alles zu und man war natürlich damit befasst. Und dann wusste ich, ich mache die Jagdgesellschaft. Und da fiel mir natürlich auf, dass da viele Zusammenhänge gibt. Und bei diesem bissigen Autor Thomas Bernhard, sehr interessant. Und vor allem war es für mich so, ich konnte irgendwie jetzt nicht für irgendetwas Partei ergreifen, wie das losging. Ja, mir war das alles, ich war extrem verwirrt und dachte mir, es ist alles, scheint alles so super klar, wie alles ist. Und da dachte ich, der Thomas Bernhard ist genau das Richtige in dem Zusammenhang. Der zerspült ein bisschen das Gehirn und reißt vieles auseinander. Und man kann die Dinge mal anders sehen, jenseits vom Fernsehen und Zeitungen und so weiter. Und da habe ich eigentlich die eigentliche Qualität wieder gemerkt, was Theater sein kann.
ja, oder was Literatur sein kann, was Poesie ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich sage, ich meine, kann man jetzt noch so spielen oder kann man jetzt noch so lachen? Da müsste man eigentlich schon immer so, das war schon immer so, es war nie anders. Wir leben in einer grausamen Welt, passieren furchtbare Dinge am laufenden Band. Und ich erinnere mich da an einen französischen Philosophen, der so improvisierte Texte geschrieben hat. Da gibt es im Surkamp Verlag so ein Buch, das heißt Die Pflicht, glücklich zu sein. Und ich glaube, genau in diesen Zeiten oder wenn man das wahrnimmt, was auf der Welt alles los ist, man müsste ja dauernd umfallen vor Schmerz, was alles passiert überall. Ja? Also schon allein, wenn ich ein Handy in die Hand nehme, wo ich weiß, wie das hergestellt wird, wer da alles dran mitgearbeitet hat, was das mit wie viel Grausamkeiten das alles verbunden ist. Ja, da werde ich nicht mehr fertig. Ja? Und da ist aber so, was die Pflicht glücklich sein betrifft, glücklich zu sein betrifft, ist natürlich so, dass ich sage, also wir hatten ja schon mal kurz darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, wenn es nichts mehr zu lachen gibt, das heißt, es nicht mehr genügend Angebot da ist, genau, wenn es nicht genügend Öl gibt, wenn es nicht genügend Gas gibt und auch nichts mehr zu lachen gibt, dann ist das ein wertvolles Gut. Ja, um dieses wertvolle Gut möchte ich kämpfen. Ja, dass ich wieder lachen kann und dass ich Momente finde, wo es mir das Gehirn zersprengt für einen Moment und ich nicht ausgerichtet denken muss, sondern dass ich die Sachen vielleicht mit einem offeneren Blick angucken kann und auch die Aufgabe habe, solange ich die Möglichkeit habe, nicht mich in so einer brutalen Situation zu befinden, ja, da, wenn ich da anfange, jetzt dauernd zu weinen und zu heulen, dann das finde ich furchtbar, ja. Also es ist eher, glaube ich, die Pflicht, oder Pflicht, blöd, ja, aber das Lachen, das brauchen wir. Wir müssen Kraft haben, um das alles aushalten zu können. Ja, man wird sich so ein bisschen bewusst der Verpflichtung, finde ich auch, seiner Freiheit gegenüber. Ne? Also so dieses, ich habe die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, uns den Kopf zu zerbrechen, uns auch mit einer Empathie, mit Figuren, mit Geschichten, mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen und das irgendwie in Kommunikation zu treten mit einem Publikum, was die Freiheit hat, ins Theater zu gehen. Und das ist, glaube ich, so was, oder was ich dann nochmal so gespürt habe, oder wir alle, dass wir da wie nochmal dringlicher eigentlich das Bedürfnis hatten, rauszugehen und weiterzumachen. Ja, es gibt ja den berühmten Satz von Brecht, dass es eben Zeiten gibt, wo ein Gespräch über Bäume ein Verbrechen sei. Da ist das Schweigen über so viele andere Dinge mit einschließe. Ist das Komödienmachen in Zeiten des Kriegens vielleicht auch ein ähnliches Verbrechen im brechtschen Sinne? Na, also das muss man Brecht fragen, weil wie es Brecht geschrieben hat, hat man nicht das Gefühl, dass das so ist. Ja? Also, wie hat das denn geschrieben? Naja, also ich meine, wenn ich mir Brecht anschaue, da ist schon sehr viel Witz drin, da gibt es viel zu lachen und da hat er auch großen Wert drauf gelegt. Also ich meine, dass er diese Form von Unterhaltung gewählt hat, als Form von Kritik oder so, ja, das ist doch offensichtlich. Also es ist ja nicht so, was er, glaube ich, eher meinte, dass man, es gab ja damals auch in den 20er Jahren, ich habe da auch so einen Autoren gelesen, der dann nur so über Blümchen schreibt und hunderte von Seiten, was es alles für Blumen gibt, ist aber auch verrückt, ja. Also das es geht ja nur darum, dass man, also ist auch so schwer zu sagen, was ist eine Komödie, was ist eine Tragödie. Ja? Das ist, manchmal wird die Tragödie zur Komödie und dann wird die Komödie wieder zur Tragödie. Und es ist auch so, wenn man eine Tragödie spielt und man ist nur auf der traurigen Nummer drauf, es ist ununterbrochen geweint auf der Bühne, dann ist es nicht mehr tragisch. Ja? Da passiert gar nichts mehr. Und genau das, was zwischendrin liegt, das gelacht wird, das, ich versuche mal vorzustellen, im Krieg, also ich weiß zum Beispiel, der August Stramm, dieser Expressionist, der hat ja so unglaubliche Gedichte geschrieben im Krieg, die aber ganz seltsam sind. Das sind keine Antikriegsgedichte, das sind ganz seltsame Gedichte. Und der hat ja gesagt, den wollte dann der Herbert Walden, der wollte ihn da rausholen, hat gesagt,
wir haben die Möglichkeit, dass du nicht im Krieg sein musst. Und da hat er ihm mit mehreren Briefen geschrieben, nein, er hat sein Glück gefunden. Er hat sein Glück in seinem Leben gefunden, in diesem Schützengraben. Er ist so gern bei diesen ganzen Jungs und so. Er ist glücklich wie noch nie in seinem Leben zuvor. Das ist unfassbar, wenn man das liest. Ja? Also es heißt, was das menschliche Gehirn alles, was da alles passieren kann. Ja? Und das finde ich interessant, dass man nicht sagt, ja, genau so ist es dann und genau wenn das und das passiert, ist es so furchtbar. Damit will ich nicht sagen, dass man glücklich ist, wenn man im Krieg ist. Ich war nur erstaunt, wie ich diese Texte gelesen habe. Ja? Und genau das ist natürlich auch, dass vielleicht dann sogar, wenn man da entsprechende Komödien macht, oder Lubitsch, sein oder nicht sein, oder haben wir vorhin schon gesagt, Charlie Chaplin, der große Diktator, ja, wie der mit all dem umgegangen ist, dass das so ein bestialisches Lachen wird, oder Laurel und Hardy im Krieg, ja, wie die das dargestellt haben. Und es ist saukomisch, aber gleichzeitig unglaublich bitter. Ja, also es ist ja, da trifft das ja immer merkwürdig aufeinander. Und insofern würde ich das eher als, ich kann nichts anderes, ja. Also ich kann nur Fratzen schneiden, ja. Und ich bin ein Fratzenschneider und das ist mein Beruf. Gab es ja diesen Begriff von dem Kerr damals, von dem ein Schauspieler geschrieben hat, der betreibt eine gutgehende Fratzenschneiderei. Und das hat er zwar nicht so positiv gemeint, aber ich habe das positiv aufgefasst für mich und ich dachte, jetzt begründe ich auch eine Fratzenschneiderei, und weil mehr fällt mir echt nicht ein, ja, also ich kann jetzt nicht, ich würde lügen, wenn ich jetzt anfangen würde, da irgendwie politisch Stellung zu nehmen oder so. Und da habe ich ja auch gesagt, dieser wunderbare Spruch vom Karl Valentin, der ja überhaupt nicht Stellung bezogen hat zu den Nazis und irgendwie nichts gesagt hat, dann haben sie irgendwann mal gesagt, jetzt muss er endlich mal sagen, was los ist, was er vom Krieg denkt und so. Und hat Karl Valentin gesagt, naja, also wenn die Deutschen und die Engländer jeweils die Bomben bei sich selber runterwerfen würden, dann spart man Sprit. Ja? Und das ist ein ziemlich harter Spruch, ja, aber auch saukomisch, ja, finde ich. Und wie gesagt, auch Mangel von Benzin und so, haben wir das ganze Problem mit dem Öl. Ja? Also diese Bosheit, die da auch drin ist in der Komik, oder dieses Brutale, dieses... Das passt zu dieser Welt. Ja, jetzt noch mal, ne? Also man merkt ja, es geht irgendwie eher um Inhalte als um Genres, glaube ich. Ne? Dass man irgendwie, es gibt sehr, finde ich, eine Art von mir schwerfallenden Art von Tragödie, wenn es irgendwie keine Reflexion gibt, wenn es keinen Erkenntnisgewinn gibt, wenn reproduziert wird, wie schlimm die Welt ist und dazwischen wie kein Gedanke kommt oder keine Empathie oder kein, weil ich die Figuren alle verachte. Und das gibt es aber in allen Genres. Ne? Ich würde sagen, es ist eigentlich Genre also unabhängig, ob ein Abend oder Theater gut ist, um mal abzukürzen. Ne? Es gibt gutes Theater und es gibt vielleicht auch banales Theater, und dass man vielleicht sich eher fragt, so wo, also das kenne ich jetzt aus meinen quasi Spielplanüberlegungen. Ich habe mich jetzt auch gerade gegen eine Tragödie entschieden, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich finde keine... Es gibt keinen Text darüber, keinen Theatertext über den Mythos, der mich so durchlässt oder der irgendwie den Menschen durchschimmern lässt, sondern es geht immer um die Reproduktion von dem Mechanismus, also von dem Mythos. Dann passiert das, dann das, dann das. Und dann dachte ich so, ich muss jetzt nicht einfach nur erzählen, wie schlecht die Welt ist, und habe mich dann kurzerhand für eine sehr, tatsächlich für eine, ich glaube, die erste wirkliche Boulevardkomödie entschieden in meiner Laufbahn. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. So ist es nicht irgendwie, es fällt mir nicht leicht. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich finde da so wahnsinnig viel Menschliches in dem Stoff. Und ich kann da irgendwie so klar beobachten, wo wir unsere Mängel haben. Sei es nur sowas wie, dass Menschen einfach geliebt werden wollen und deswegen sich doof verhalten oder sich komisch verhalten. Und das Ganze kannst du ja dann auch wieder öffnen und sagen, warum verhält sich jemand denn, warum sind Leute machtgeil? Oder, also wir haben ja mit den Problemen, finde ich, im Idealfall schafft man ja einen Theaterabend, der übertragbar ist auf anderes, also ein Bild für etwas, der für was steht. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Also Sie haben sich konkret für eine Komödie jetzt gerade entschieden, also ja. Im Angesicht des Krieges geswitcht von der Tragödie zur Komödie, weil die offenbar besseres Instrumentarium. Ja, ich habe mich einfach wohl. Ich dachte dann irgendwie, ja, ich okay, das merke, ich ne, zu Verständnis genau, für alle, weil das ist nämlich auch wirklich ein interessantes. Ja.
Ding ist, finde ich. Ja. Ne? Also. Also, dass man einfach so denkt, ich merke so, wenn ich das mache, dann was, will ich so wissen, dürfen warum Sie sagen, was es nee, ist? Nee, ich habe noch mal nachgefragt. Ich darf Schade. Nicht, okay. Ja, das ist immer eine Geheimniskrämerei. Ja, aber wenn man sich wirklich fragt, also ich, diese Leute, das sind mein Ensemble und die, wir haben alle diese Corona-Zeit, muss man auch sagen, hinter uns, das heißt, wir sind noch mittendrin, wir haben alle unseren Arbeitsethos, also ich habe meine Vorstellung von Umbesetzung, also es ist niemand ersetzbar am Theater, so dermaßen strapaziert oder einfach über den Haufen geworfen, weil ich habe die absurdesten Umbesetzungen mittlerweile, also man was da, also ich, wo man so in so einem kurzen Zeitrahmen entscheiden kann, findet der Abend nicht statt, wird ein ausverkauftes, ne, so ein Abend nicht stattfinden, man schickt die Leute nach Hause, man fragt, man will ja dann auch dem Publikum irgendwann, hat man ja auch das Gefühl, ich möchte dann schon auch mal, dass die wissen, dass wir noch da sind. Ja. Und wenn das jedes Mal ausfällt, und dann muss man sich einfach entscheiden, mache ich jetzt eine künstlerisch unverantwortliche, also kaum verantwortliche Umbesetzung, auch fürs Ensemble, die dann mit so jemandem auf der Bühne stehen, der irgendwie vollkommen lost ist. Und dann wird es auch komisch, witzig, aber eben ja. Unfreiwillig komisch. Das ist das Tolle, ja, ich finde ja. Immer diese unfreiwillige Komik. Da, das ja, also muss ja nicht so. Immer unbedingt unfreiwillig sein. Ja, ja. Also ich ja manchmal ja, kann es auch. Ja. Ich finde ja genau das, diese Einschränkungen, die es gegeben hat, die sind ja auch saukomisch. Ja. Also ich meine, die geben einem ja so viel Freiheit, und die können einen so unverschämt werden ja, lassen. Ja, eben, ja, ja. Und das finde ich das Wunderbare daran. Also ja. Auch zum Beispiel, ich habe dann immer gedacht, das ist die Alchemie des Theaters, was der Artaud immer beschrieben hat. Ja? Also dass man so ein Gemenge hat von irgendwas, so eine seltsame Legierung wird das Ganze. Ja? Und dann kann das schon schön hysterisch komisch sein. Ja, ja, so wenn 9 Leute ganz ernst sind und eine Person ist die ganze Zeit. Ja, aber das ist dann nochmal zurück, weil man dann natürlich irgendwie sitzen wir da alle wieder und proben und wir müssen dann immer in so eine hässliche Probebühne rausfahren und alle, die Kinder sind krank, Homeschooling und wir haben das ja irgendwie alle durch. Und ich frage mich dann auch, warum versammeln wir uns denn? Also was ist auch die Aufgabe fürs Ensemble oder für die einzelnen Spielerinnen, wo... wie haben wir auch irgendwie eine Zeit, die uns fordert und die uns zum Nachdenken bringt. Und manchmal ist ja auch, also deshalb muss ja immer jeder persönlich wissen, was ist, für mich ist es gerade ein Schritt zu sagen, ich versuche das mal mit Mechanik, also mit wirklich einem mechanischen Abend. Und genau. Ja. Ja, Herbert Frisch, Sie haben das ja so ein bisschen so klein geredet, also ich als Fratzenschneiderei-Betreiber hier... Das ist nicht klein geredet, das ist ja, groß geredet. Ich dachte ja irgendwie, die Art ihrer Kurve, wenn ich jetzt auch an die ganzen ersten Abende, die auch hier in meinem Theatertreffen bei Biberpelz oder so denke, das war ja wirklich eine unglaublich komische Sache, aber gleichzeitig eine wahnsinnig aggressive Gesellschaftskritik, die nämlich irgendwie den Menschen total in seiner Deformation irgendwie zeigte. Und man, ja, und dann haben wir in Vorgesprächen viel über... eigentlich die Vernunft und die Komik gesprochen. Und da dachte ich auch, das würde ich jetzt gerne noch mal, dass Sie das vielleicht hier den Leuten erzählen, weil das nämlich sehr interessant ist, den Zusammenhang von Komik und Vernunft und der Freisetzung von Vernunft in dem Abstand, den die Komik zur Welt herstellt. Ja. Was habe ich denn da gesagt? Nein, ich wollte, darf ich noch kurz einen kleinen Schlenker machen, weil gerade haben Sie gesagt, dass diese deformierten Menschen oder so, ja, und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, wo einem schnell unterstellt werden kann, man macht sich über Leute lustig oder so, ja, aber ich finde gerade den deformierten Menschen zum Beispiel, wenn man jetzt das Beispiel Macbeth nimmt, ja, bei Macbeth ist ja so großartig, da sieht man eben genau diese Bruchstelle von Tragödie und Komödie. Ja? Also dieser Augenblick, wo Macbeth mit blutüberströmten Händen da zurückkommt, weil er gerade den König gemetzelt hat, ja? Das kann man ja in was unglaublich Wahnsinniges steigern. Ja? Und dann kommt dieses Klopfen an der Tür und so weiter, ja? wo es einem durch Mark und Bein geht. Ja? Und dann nach dieser grausamen Szene kommt diese unglaubliche Komikerszene. Ja? Und die funktioniert ja darüber. Ja, dass es vorher ganz grässlich ist und auf einmal kommt der und redet Quatsch. Ja, und redet unheimlich Blödsinn zusammen. Auch natürlich kann man auch machen, so politisch untermalt, was gerade so aktuell ist. Da, so ist die Figur von diesem Pförtner ja auch gedacht. Aber es kann auch ein völliger Nonsens sein. Ja? Aber das kriegt die Kraft dadurch. Und dann hat es aber auch letztendlich, wird alles absurd, wird eben auch diese Machtgeilheit
von der Lady und dann er, der so der Obertrottel ist, der da alles macht. Das ist natürlich letztendlich auch unglaublich komisch. Ja? Und ist aber ganz, ganz furchtbar. Ja? Und das finde ich interessant. Und wie war das jetzt mit dem Verstand und mit dem... Mit der Vernunft. Ich habe nur zitiert. Also ist jetzt, habe ich das gesagt? Ja, damals? Genau. Also die Komik irgendwie die Kraft hat, irgendwie den Abstand zur Welt herzustellen, das war ja unserem Vorgespräch. Genau. Ja, ne, so. Ja, das ist klar. Das ist ja, das hat mich nämlich sehr beeindruckt. Jetzt habe ich mich verstanden. Ja, also, nein, das ist doch wunderbar, dass man immer wieder um diese Freiräume kämpft, indem man sich eben von all dem, was passiert, dass man die Distanz schafft, dass man einen Abstand dazu hat. Ja? In dem Moment, wo ich mich so reinbegebe und so identifiziere mit allem Wahnsinn, was läuft, kann ich ja nichts machen. Ja? Das ist wie der Diderot beschreibt das ja über die Arbeit des Schauspielers, da diese Diskussion, wie sie über den Schauspieler sprechen, wo der sagt, ja, also wenn jetzt einer... Das vergleicht er mit einem Arzt, wenn ein Arzt vor einem Patienten steht und sagt, um Gottes Willen, mein Gottes Willen, was ist mit dem Arzt, mit dem armen Patienten los? Und fängt zu heulen und zu schreien an, weil es ihm so schlecht geht. Ja? Da würde man dem Patienten keinen großen Gefallen machen, glaube ich. Ja? Also, und das finde ich ja, so finde ich ja genau das Bemerkenswerte. Ja? Sondern ich finde das Interessante, dass man da kühl bleibt dabei und sagt, okay, und in der Komik ist sowieso ein ganz entscheidender Punkt, dass man kühl sein kann, dass man ganz kühl kalkuliert, was man macht, wie man die Leute zum Lachen bringt, an welchem Punkt man sie zum Lachen bringt, wohin man sie führt. Ja? Und das geht natürlich nur dann für so eine Phase von Empathielosigkeit, ja, würde ich sagen, und wo man einfach mitleidlos ist und keine Partei ergreift und einfach so mitten reinhaut und dadurch was verursacht. Ja? Und für mich ist halt ist Lachen eine Sprengladung. Das ist wirklich eine wunderbare, lebendige Sprengladung, die einen lebendig macht und nicht tötet. Ja. Da würde ich gerne anknüpfen und Sie fragen, Sie haben ja genau umgekehrt, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie die Funktion von Komödie auch beschrieben oder komischen Momenten, nämlich eine Empathiefähigkeit zu erzeugen oder irgendwie in die Figur reinzusteigen und Denkprozesse anzustoßen durch auch das Lachen. Ja, das Lachen ist halt so ein, was passiert halt. Ne? Ist ja, ich merke auch, dass diese, wie hast du es gerade gesagt, Kühlheit, ja. Dass die Kühlheit tatsächlich, dass das genau der Vorgang ist, der Dinge oft komisch macht, auch bei Schiller. Also wenn man diese Dinge einfach kühl liest und denkt, also ohne Empathie für den Autor, dann wird es witzig. Also das geht mir dann, man will dann gar nicht unbedingt lustig sein, aber man liest einfach nur... ich habe es auf die Hostie geschworen, ich will die Königin durchbohren. Also wenn man das, da muss man ja ganz schön was bringen, dass es nicht lustig wird. Das ist lustig. So. Und das ist irgendwie, und das Lachen, das ist dann so, ich denke da immer gar nicht drüber nach beim Proben. Ich denke schon immer eher über da was, also das Freilegen von dem Vorhaben der Figuren. Und dass man auch versucht, ohne dass ich das moralisch bewerte, deren Anliegen zu unterstützen sozusagen. Und ich glaube, aus dieser Distanz heraus entsteht dann auch Komik. Und also das ist so das eine. Und das andere ist das Lachen als weiß ich nicht, als emotionalen oder auch als politischen Akt. Also es ist natürlich ein körperlicher Vorgang, der einfach gesund, gut und reinigend ist. Also genau wie das Weinen, das ist eine ganz ähnliche Mechanik. Wir haben auch vorhin drüber gesprochen, über das, wie oft muss ich weinen vor Lachen bei Proben? Also man sitzt da und es läuft so raus, mir ist es fast schon unangenehm, weil die ja schon wieder weiterproben und ich immer noch nicht aufhören kann. Und das sind ja auch oft so diese, man lacht ja auf Proben auch eher über die Kollegen, also tatsächlich eher, weil man sie mag oder weil sie einen überraschen. Und man lacht ja nicht so über Witze, sondern eher über die Situationen auch, ne? Und wenn im Publikum, habe ich das gestern hab ich auch angefangen, das mal so ein bisschen zu beobachten, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Lachen, dass man ein Sympathielachen, ein Erleichterungslachen, ein den kenne ich, Lachen, also so nicht, man möchte sich gemein machen mit dem auf der Bühne oder es ist manchmal auch dieses, das ist einen so total erwischt, wie eben in den Abenden von dem Kollegen hier nebenan, da ist es ja so, das ist wirklich ein, also das ist ja wie ein Sport, also das, dann hat man ja gearbeitet, wenn man rausgeht
Und das ist wichtig für Menschen. Also das ist auch wichtig in harten Zeiten. Das ist, weil es eine Reinigung, ne? Wieso war das nochmal mit der Katharsis gedacht, genau, damals? Ja. Aber ich denke halt auch, das hat schon auch was Geheimnisvolles, ja, mit dem Lachen oder mit der Komik, ja. Es gibt Leute, es gibt Schauspieler, die sind perfekt ausgebildet, können alles, die spielen perfekt das Timing, alles richtig und man muss nicht lachen, ja. Mhm. Das gibt's auch, ja. Das ist katastrophal, ja. Weil es ist richtig gekonnt, ja. Also oder dieses ist furchtbar. Und dann kommt einer, der kann gar nichts, ja. Man denkt, das ist eine totale Pfeife und der muss nur dastehen und einen angucken und man schreit vor Lachen, ja. Ich habe da so ein paar Kandidaten, ja, und das ist immer wunderbar, ja, wenn die einfach so rumstehen und irgendwie gucken und dann machen die eine Bewegung und die ist eine völlig harmlose Bewegung, aber man muss wahnsinnig lachen und weiß aber nicht, warum man jetzt da lacht. Und das finde ich immer so unglaublich, was da mit einem passiert. Ja. Das heißt also, dass man diese Welt nicht versteht, ja, überhaupt. Wir verstehen gar nichts. Ich finde auch interessant, es gab so Zeiten am Theater, wo man am Theater immer so dachte, dass oben alle immer so super schlau sind und unten alle sind Idioten. Und ich finde es ja jetzt viel interessanter, diese eigene Idiotie, ja, also das wäre auch ein wichtiger Aspekt, gerade jetzt, in der jetzigen Situation, fühle ich mich wirklich wie ein absoluter Idiot. Ich verstehe gar nichts mehr, was los ist. Ja, ich begreife gar nichts mehr. Und ich will das auch nicht verhehlen, ja, und das finde ich ja das Tolle, dass man erstmal dahin kommt und sagt, ja, wir wissen gar nichts, das ist nicht erklärbar, wir können da nicht irgendwelche wissenschaftlichen Daten da aufbauen, so wie man das jetzt macht und wie das dann 100% zum Erfolg führt und was weiß ich was, das wäre ja grauenhaft, ja, und ich finde genau dieses mit diesem Nichtwissen und keine Ahnung haben, warum jetzt jemand lacht oder warum das jetzt so ist, finde ich halt toll, ja, also dass dieses oder auch dieses Erschrecken plötzlich, dass man da lachen muss, ja, oder dass Leute überrumpelt werden, ja, also zum Beispiel, das war ja auch bei, ich habe den Rossini letztes Jahr gemacht, Rossini Barbieri di Siviglia, ja, das, wie der einfach so drüber prescht über das Publikum, als es denen gar keine Möglichkeit gibt, Luft zu holen, ja, und dann die Leute so in so einen Ausnahmezustand versetzt, dass sie dann nur noch lachen können oder sich dem Ganzen hingeben können, ja, und das finde ich auch toll, also das, gerade diese Situation jetzt, die wir sie haben, wie es jetzt für uns sehr extrem ist, aber trotzdem war sie das eigentlich schon immer, das so aufzubrechen, ja, und das so sagen, wir müssen uns durchrütteln, wir müssen uns durchschütteln, und das Lachen schüttelt uns ja durch, auch das Weinen, ja, und es kann auch das Weinen sein, mir passiert es auch oft bei Proben, wenn die Leute, die so saukomisch sind, und ich gucke dazu und ich könnte nicht mehr vor Lachen, und dann kommen aber die Momente, Mama, wo ich dann nicht lachen muss, und es rührt mich total, ja, der macht was saukomisch, und es rührt mich total, und mir kommen die Tränen. Ja, also es ist einfach ein Genuss, mit so Leuten dann zusammen zu sein. Ja. Allerdings, Sie haben gesagt, Sie unterstützen im Grunde immer das Anliegen Ihrer Figuren, so völlig wertfrei eigentlich, und da entsteht eben oft die Komik. Das konnte man ja gut auch sehen beim zerbrochenen Krug hier gegenüber auf der anderen Straßenseite, Ulrich Mattes als Dorfrichter Adam, der einem ja jetzt manchmal wieder so einfällt, auch als so eine, sagen wir mal, Soft-Version von Putin vielleicht, ne? Also so eine Macht, so eine völlig ungebrochene, so ein Machtanspruch, der denkt, das ist sein Recht, er kann sich einfach so verhalten und da überhaupt keine Distanz zu hat. Wie könnte man denn Putin irgendwie inszenieren? Würde Ihnen zu dem was einfallen überhaupt? So. Oh nee, irgendwie ist der so uninteressant. Das ist ja oft so bei so Leuten, wenn das nur negativ ist, oder dann ist das viel zu, also ist es ja künstlerisch nicht spannend, wenn das so stumpf ist. Und das sage ich jetzt einfach mal so, es ist auch eine schwierige Frage, müsste ich vielleicht länger drüber nachdenken, aber spontan würde ich sagen, finde ich dann so eine Wurst wie ein Adam, auch weil es natürlich eine künstliche Figur ist, die eine Naivität mitbringt, qua geschrieben, und dann hat der Text hat ja dann auch irgendwie so eine Mechanik, da kannst du jetzt auch nicht alles mitmachen, ne? Also man ist ja schon ganz schön, man hängt also angewiesen, der will was von einem, der Text, aber der hat eine extreme Naivität, und darin liegt natürlich, finde ich, immer das Spannende, ne? dass das ist ein Arschloch sondergleichen, der Macht missbraucht,
aber der diesen blinden Fleck hat, dass der nicht weiß, dass er Macht missbraucht, weil ihm seine Macht nicht klar ist, weil das ja für ihn einfach normal ist. Also das ist ja sein Leben. Und wenn er diese, also dass ihm dieser Missbrauch nicht bewusst ist, weil es für ihn kein Missbrauch ist, weil er sich selber im Zentrum der Schöpfung wahrnimmt. Und das finde ich dann, also ich kann mir über, mit diesem Abstand natürlich mehr, also dass da jemand sitzt wie so ein Kind und Macht ausübt, das aber nicht reflektiert oder das auch nicht performt, das nicht mitspielt und sagt, ich bin böse, deswegen spreche ich irgendwie böse oder guck böse, ist natürlich eine, also auf der Bühne sind die Dinge einfach künstlich. Ne? Also so, deswegen merke ich immer, dass mir das einfach, ich kann ich, so mit Wirklichkeit, das hat, da habe ich es nicht so. Man merkt, da ist ein Portal, wir gehen rein, wir bezahlen Eintritt, die auf der Bühne wissen, dass wir da sind und gucken. Also ist ja alles eigentlich geklärt. Und immer so merke ich das auch immer, dieser, dass die Künstlichkeit ja immer wie eine, einfach ein Rahmen, wie ein Portal ist für einen Gedanken, der dann unten im Idealfall im Publikum entstehen kann, dass man da nicht so passiv sitzt und konsumiert, sondern dass das ein Dialog wird. Und da helfen dann doch gut geschriebene Figuren mir mehr als eine reale Figur, die ich verachte und die ich auch, über die ich gar nicht, also im Nachdenken auch wenig weiterkomme. Also so, ne? Man versucht dann mit Empathie vielleicht sich auch mal so eine Figur anzugucken und merkt dann, wahrscheinlich ist es eine Form von Empathielosigkeit. Das ist aber jetzt wirklich, finde ich, echt psychologisch oder sehr, sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt. Und die Theaterfiguren, die dann vielleicht auch eine irgendwie besondere Art von Sprache haben, finde ich dann, also da gucke ich dann irgendwie lieber hin. So. Lacht. Ja, wir können ja mal kurz eine Runde ins Publikum gucken, ob hier jemand was fragen möchte. Und dann bitte warten auf die Mikros, weil dann wird, sonst ist es im Livestream nicht zu hören, in der Aufzeichnung später. So. Genau. Ich habe überlegt, warum diese Frage immer wieder auftaucht im Leben. Oder also, es ist ja nicht immer wieder Krieg, aber es ist immer wieder was, was man in Frage stellt. Darf ich da über lachen oder darf ich jetzt gerade lachen, wenn so viel Leid in der Welt ist oder gerade bei mir und meiner Familie? Oder, und vielleicht ist die Frage eher an die Konferenz. Warum stellt man diese Frage? Warum ist die Legitimität, die Arbeit, ist, oder das ist vielleicht, ist die Legitimität der Arbeit wichtig zu bekommen? Ich hoffe, dass ihr mein Deutsch verstanden habt. Ja. Vielleicht habe ich mich nicht... Nee, alles. Nee. Das heißt, ich sollte das eigentlich beantworten. Ja, ja, das kann ich mal. Man stellt natürlich, der richtige, so Fragensteller müssen sich natürlich immer dummer, dümmer stellen, wenn sie was rauskriegen wollen, als sie wirklich sind. Das heißt, wenn ich alles schon weiß, dann haben ja meine Gesprächspartner und auch überhaupt eine Fragestellung einer Konferenz überhaupt schon kein Ziel. Das heißt, ich muss manchmal dumme Fragen stellen, um kluge Antworten zu bekommen. Vielleicht reicht das schon, beantwortet das Ihre Frage oder so. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt ja auch, also sonst hat man ja gar keinen Erkenntnisinteresse, wenn man nicht, manchmal gibt es Fragen, die sind blöd, aber sie sind ein guter Filter oder eine gute Lupe, die man über Sachen drauflegen kann und da erkennt man irgendwas plötzlich. Ja, so ein Impuls, ne? Da muss ich auch nämlich ganz oft dran denken, dass diese Frage eigentlich so wahnsinnig moralisch ist, dürfen wir das, dürfen wir lachen und trotzdem ist das wie so ein Standardding, was einem so reinfährt in sämtlichen Situationen im Leben, immer wieder, dass wir so moralisch oder auf so eine komische Art moralisch erzogen sind, dass wir uns das schon, vielleicht ist es auch deutsch, weiß ich nicht, dass man sich sowas, dass man sich diese Fragen stellt, ist das jetzt erlaubt? Und deswegen muss ich ja auch immer unfreiwillig so oft, also kenne ich die Situation, wenn ich weiß, ich darf nicht lachen, auch gerade im Theater, wenn das sehr, sehr ernst ist, dass dann ich wirklich Schwierigkeiten habe, nicht zu lachen. Ja, ich mein schon allein, die Fragestellung, darf man etwas? Mhm. Also wenn ich nur das mache, was ich darf, ja, da wäre ich echt geliefert. Ja. Also das wäre schlimm. Also ich meine, dieses Dürfen ist so eine Sache. Ja. Ja. Ja.
Nee. Hat sie das irgendwie, hat Ihnen das eine Antwort, ist das eine Antwort für Sie oder? Ja, ich glaube, meine Frage ist genauso blöd wie eure Frage. Also, das wird immer gestellt. Ich hatte am 31. März eine Premiere und die Theater hat auch, sollen wir Stellungnahme nehmen zu dem Krieg und oder Stück wird oder der euer Performance wird ganz anders aufgegriffen. Und was war das für eine Premiere? Das ist eine audiovisuelle Installativ-Performance-Bühnenstück. Okay. In Pilketafel in Flensburg. Genau, und also hat keine Textvorlage. Genau, aber wir machen eine Schießbewegung, sage ich. Eine Bewegung, die aussehen wie Schießen. Und das wurde da natürlich in viele Gedanken von das Publikum mit reingebracht, weil gerade was in der Welt passiert. Ich sage, da passiert die ganze Zeit Sachen in der Welt, es passiert die ganze Zeit Sachen in meinem privaten Leben. Alles wird immer interpretiert in jede Kunstform, die gibt, in Theater, in Performance. Und deshalb ist diesen blöden Fragen interessant für eine Diskussion, aber eigentlich brauchen wir die nicht mehr stellen, weil natürlich müssen wir weiter alles machen dürfen können. Okay. Und genau das, was wir nicht darf, auch noch machen. Unbedingt. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass so aktuelle Ereignisse oder auch große Kinofilme, wenn ich weiß, die haben sehr viele Leute, sie haben gerade diesen Film gesehen oder sehr viele Leute denken gerade über dieses Schicksal nach, dann ist das schon, finde ich, mir geht das schon durch den Kopf. Also wie treffen wir uns, unter welchen Umständen? Und oder weiß ich nicht, sei es die akute Jahreszeit oder sowas. Es sind einfach Dinge, die dann mehr im Fokus stehen. Und natürlich interpretiere ich in Anbetracht eines gerade ausgebrochenen Krieges Dinge anders als noch davor. Und das, finde ich, muss man schon, das heißt nicht, man darf oder darf nicht, aber das muss man im Bewusstsein haben. Also das hilft schon, darüber nachzudenken, wenn wir kommunizieren wollen mit unserer Kunst. Finde ich, ja. Jetzt wollte aber noch jemand was sagen. Da hinten ist auch noch eine Wortmeldung. Ist das an? Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin sehr froh, Frau Lenk, dass Sie das gesagt haben, weil ich glaube, so ganz einfach ist die Sache nicht. Denn ich meine, man muss ja nur das Podium angucken vorher. Die Frau, der war nicht zum Lachen. Und das ist eben schon so, dass manchen Leuten dann einfach in Momenten nicht zum Lachen ist. Und diese Gestimmtheit, um die geht es vielleicht, die Gestimmtheit des Publikums hat sich meines Erachtens geändert. Also meine hat sich geändert. Man sieht plötzlich Dinge anders. Und klar, es gibt schon immer Kriege, aber dieser ist in Europa und wir können machen, was wir wollen. Die Konferenz wäre ja nicht in zwei Teilen, wenn der Krieg in Syrien geht immer weiter. Aber Sie haben den geändert, weil er jetzt in Europa ist. Und diese Gestimmtheit, glaube ich, die muss man mitdenken. Aber dadurch ändert sich der Zugriff auf Stoffe. Ich glaube, das ist das Thema. Und natürlich müssen wir lachen. Und sie hat auch gesagt, wir müssen die Frau vorhin auf dem Podium. Anastasia hat auch gesagt, natürlich dürfen wir uns das Leben nicht verbieten lassen. Aber die Gestimmtheit hat sich geändert. Und die, glaube ich, muss man mitdenken. Ja. Herbert Fritsch. Ja, also da kann ich nur sagen, ich kann schwer mitdenken, was die Zuschauer betrifft. Ja. Also ich kann es nur von mir ausgehen. Muss ich leider so sagen. Ja. Also ich kann jetzt nicht ein Design machen, bezogen auf was für eine Stimmung sind jetzt die Leute. Sondern ich habe eher Lust, dann gegen diese Stimmung zu gehen. Ja. Also dass das wirklich das Gegenteil ist. Dass sich das durchrüttelt. Ja. Und weil es vielleicht diese Gestimmtheit sein kann, eine Verstimmtheit, dass die Leute dann in einer Schockstarre verharren. Und da ist manchmal gut, vielleicht mal kräftig in die Hände zu klatschen und einen Schreck auszulösen, dass diese Schockstarre aufhört. Weil diese Schockstarre bringt uns nicht weiter. Ja, das ist dann lediglich eine merkwürdige Form von Empathie, die dazu führt, dass man nicht mehr handlungsfähig ist. Ja. Ja, dass man natürlich en Detail nie wissen kann, wie es jedem Einzelnen geht.
Das wäre auch vermessen. Und dass man, ich würde auch mal sagen, dass ich nach einem Prinzip von, also ich habe dann schon eine Verantwortung auch, oder man hat als regieführende Person die Verantwortung auch für so eine ganz groß, für so eine Truppe von Leuten, die dann mitziehen. Und man kann der, glaube ich, nur gerecht werden, wenn man weiß, was man tut und wenn man es aus einer Überzeugung macht. Insofern muss das immer was mit einem selbst zu tun haben oder muss da irgendwie eine große Begeisterung da sein. Insofern, ja, hat das, muss man selber irgendwie können, wollen, tun. Aber also ich finde schon, Gestimmtheit fand ich einen ganz guten Begriff, dass man ja schon so spürt, was so in der Welt los ist oder was gerade die Menschen betrifft, vielleicht an dem Tag oder in der Zeit, in der man arbeitet. Und das, da merke ich einfach, da bin ich irgendwie so sensibel. Also ich bin es aber auch privat. Also wenn ich in einen Raum reinkomme und merke, die kennen sich alle und ich bin neu oder also dass man spürt solche Dinge ja unter Umständen und oder vielleicht auch alle unterschiedlich. Und insofern merke ich, ich kann auch ganz schwer gegen großen Widerspruch, merke ich immer in so Stückdiskussionen mit mich so durch. Also ich mache es dann trotzdem, auch wenn alle dagegen sind. Da muss ich extrem überzeugt sein. Und da muss ich ja quasi wie schon vorausrechnen, dass ich es definitiv total super mache. Auch wenn die am Ende werden, die nämlich alle sagen, wir haben doch gesagt, es wird nichts. Und weil ich da nicht klein beigeben möchte, muss ich schon extrem überzeugt. Also, und insofern finde ich immer, kann man, ist man ja ein Mensch, der sich im Verhältnis zur Welt bewegt. Und für mich gehört da schon diese, nur, das ist ja nur eine Ahnung, grobe Ahnung von der Gestimmtheit, würde ich jetzt mal sagen, dazu und nicht, natürlich nicht en Detail. Und natürlich weiß man nicht, ist da jetzt eine Gruppe, ist da jetzt eine Weihnachtsfeier heute Abend im Publikum und die sind alle angeschwipst und was, also da kann ich natürlich keinen Einfluss drauf haben, aber so grob irgendwie schon. Also ich würde sagen, für mich ist es ja der Reiz, Theater zu spielen. Für mich als Schauspieler war das auch immer so, wenn ich merkte, da unten ist wie eine Wand, die mögen einen nicht, dann ganz furchtbar und sagen, dann hört man auch unten, sagt einer, oh, der schon wieder oder so, ja. Und das ist dann so ein Reiz, dagegen anzugehen und die Stimmung kippen zu lassen, ja. Also da irgendwas damit zu machen. Das finde ich, das ist eine wunderbare Herausforderung, ja. Und wenn ich jetzt mich dem hingebe und sage, oh, die finden mich jetzt alle ganz furchtbar, jetzt muss ich irgendwas machen, dass sie mich nett finden oder das dann, also es ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich will damit nur sagen. Wir müssen es jetzt auch ein bisschen vielleicht auf die aktuelle Lage zurückbinden. Also wenn Leute jemand entscheidet sich ja auch, in eine Komödie zu gehen, ja, obwohl klar. Krieg ist, ne? So, ja, ne? Klar. Ja. Weil er vielleicht den Abstand braucht. Genau. Da hinten war auch noch eine Frage, wenn ich das richtig überblicke. Wenn ihr die Stücke, die ja zum Teil schon vor der Pandemie gelaufen sind, die jetzt auch noch laufen, kriegt ihr da Rückmeldungen von den Spielenden oder wenn ihr selbst mal wieder in der Vorstellung seid, ist das Publikum anders oder wie lacht es, wenn es Masken auf hat? Oder wie lacht es jetzt seit dem 14. Februar? Hat sich in dem Publikum was verändert an den Lachern, an den Reaktionen, an Lautstärken, Pegeln, an Schenkelklopfen oder ich weiß es nicht? Du möchtest das präsentieren. Also ich glaube, es wäre interessant, wenn das irgendwie so ein bisschen performen würde. Ja, also, mache ich ja gerne, dass mir irgendwas nimmt. Wenn noch Alufolie rein oder so. Dann. Ja, so, das finde ich, oder Alufolie rein, dass es knistert oder so. Ja. Nein, also ich muss ehrlich sagen, das, was ich erlebt habe. Achso, Entschuldigung, ich dachte, ich bin Schauspieler, man versteht mich. Das ist für das Internet. Nein, also ich glaube, ich sehe keinen Unterschied, ja, das ist für mich, das ist ja genau das Interessante, ja, dass man sagt, das ist etwas, was man vielleicht nicht klein kriegt, ja, und was irgendwie, wo es diese Einschüchterung nicht gibt, dass man eben sich aus einer Situation rausreißen kann und dass das eine Überlebenshaltung ist, ja, dass ich sage, nee, ich lasse mich da jetzt nicht irritieren. Und man kann natürlich genau Sachen verwenden, ja. Also sie ja gerade jetzt bei Jagdgesellschaft kommen ja Sachen vor, wo man sagt, die haben ja sehr aktuell das damit zu tun, wobei das ist ein bisschen schwieriger. Aber zum Beispiel, wie wir Theatermacher gemacht haben letztes Jahr und die Leute da mit Masken drin saßen, man hat schon gemerkt, dass es gedämpft ist, aber es lag eher an den Masken oder so, an dieser merkwürdigen Situation. Aber
im Grunde lachen die Leute halt, wo man lacht, ja. Also. Also ich finde, so am Anfang hat man das schon gemerkt, und das haben, wurde auch berichtet, ganz am Anfang mit Schachbrett und auch weniger Leute drin, und dann haben die irgendwie eine Premiere gespielt mit einfach, weiß ich nicht, wie viele Leute waren da drin. Es war, was, das ist schon ein Unterschied, auch bei, also ob man alleine lacht und jeder, also ne, man kann sich in so einer Gruppe natürlich auch verstecken. Und das wurde mir schon auch gespiegelt, dass das irgendwie sich verändert hat, je nachdem, ob das Haus voll oder leer ist. Und zum Teil sind die Leute es ja gar nicht gewöhnt, dass das Haus leer ist, also in so luxuriösen Zeiten. Jetzt erinnere ich mich an ein Gespräch mit Leander Hausmann, der ja auch ein berühmter Komödienregisseur ist, der irgendwie gesagt hat, ja, Lachen ist eine Gemeinschaftssache. Jemand, der alleine lacht, wirkt immer irre irgendwie. Ja, ne? Der, der irgendwie vom Fernseher hockt. Aber wenn man so ein Buch liest, was auch komisch ist, ich habe zum Beispiel gerade dieses von Hermann Harry Schmitz Buch gelesen da. Das, ich lese das, ich könnte nicht mehr vor lachen, ja. Also ich muss dann aufhören, weil es richtig schlimm wird, ja. Ja, obwohl das ist ja eben der Einbruch des Chaos in das geordnete Leben, was er immer beschreibt. Ja, auch der so. Ist super, ist der. Ja, ja, ganz toll. Toll. Ja, dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Es gäbe noch eine Frage. Dafür hätten wir noch vielleicht Zeit. Ja, dann bedanke ich mich herzlich hier über das Gespräch, über das Lachen, die Komödie in Zeiten des Krieges. Anne Lenk, Herbert Fritsch, das war sehr schön. Vielen Dank. Danke.